Charlie Bravo ist meine Band. 9. Band. 9. Songs. Sehr funky. Sehr elektronisch. Sehr geil. Ja, jeder Abendzug ein Hochgenuss. Jeder Kuss der letzte Kuss. Wer weiß, was morgen kommt. Sie bleibt, obwohl sie gehen muss. Ja, jetzt oder nie, es zählt. Gleich ist vielleicht zu spät. Sie nimmt sich, was sie kriegt, solange die Musik noch spielt. Charlie Bravo ist meine Band, so heiße ich aber auch, und uns gibt es jetzt schon fast 6 Jahre. Wir haben damals beim Bundesischen Song Contest mitmachen dürfen für Bayern, das war ganz toll. Und jetzt haben wir so einen kleinen Relaunch gemacht. Es ist eine neue Band, neue Songs, bisschen neuer Style. Sehr funky, sehr elektronisch, sehr geil. Das ist Charlie Bravo. Sie weiß, was sie will. Sie schiebt ihren eigenen Film. Sie spricht ungefragt, sie lacht, wenn sie mag, sie macht die Nacht zum Tag. Und sie tanzt, als ob die Welt untergeht, als ob die Welt untergeht. Als ob sie untergeht. Gut, ganz ehrlich, wir haben als mehr als Spaß, als ernsthafte Band angefangen. Also es war eigentlich eher so ein Projekt, wo wir gesagt haben, hey, was braucht München? München braucht diesen Arschloch auf Deutsch. Nee. Aber haben halt einfach die Schickerie ganz München, die durch den Kakao so ein bisschen ziehen wollen, aber das halt überspitzt, haben auch in diesen ganzen Locations dann eigentlich gespielt, wo das sehr gut gepasst hat. Sind damit auch relativ weit gekommen und das war lustig, aber mich als Person künstlerisch hat das nicht komplett ausgelastet, weil ich habe davor andere Musik gemacht und wollte einfach auch wieder Sachen schreiben, die mir gut gefallen und nicht nur in dieser Nische sind, also auch darüber hinaus und halt Themen ansprechen, die ja einfach mir gefallen. Jetzt haben wir gerade Und sie tanzt released, das ist unsere aktuelle Single. Da geht es eigentlich um ein Mädchen, was so durchs Leben tanzt, so durch alle Höhen und Tiefen im Endeffekt. Und egal was passiert, auch ja, einfach so diesen Spaß, diese Laune beibehält im Endeffekt. Ja, ich glaube, das ist generell in meinen Songs sehr, dass es am Ende hoffnungsvoll sein sollte. Also egal was ist, es gibt immer eine Möglichkeit, da irgendwie was Gutes rauszuziehen. Und das behandeln mehr oder weniger alle Songs. Und eins muss ich sagen, es zieht sich von früher bis heute durch. Es geht immer irgendwie um Frauen und mit allem, was dazu gehört. Ich mag die Art, wie sie sich bewegt, wie sie lacht und lebt. Sie spricht ungefragt, sie lacht, wenn sie mag, sie macht die Nacht zum Tag. Unser Sound hat sich über die Jahre natürlich verändert, aber aktuell liebe ich die Melodien und den Sound so der 80s. Das war immer schon so ein durchgehender roter Faden bei unserer Musik. Aber jetzt kommen viele Gitarren dazu. Das hatte ich bei den letzten Alben gar nicht. Viel Funk mit dabei, elektronisch. Und ich gehe tatsächlich wieder von dem, was ich mehr mache, eher Richtung Rap und Hip-Hop als davor dieser Sprechgesang. Also ich komme eigentlich wieder zu meinen Wurzeln zurück, wo ich angefangen habe. So. Und das ist eigentlich gerade sehr cool. Also es ist so eine Mischung aus elektronischem Funk, Pop mit Rap. Auch die anderen Frauen sind heiß, doch du stellst die Sonne in den Schatten. Und wenn die Banken in Flammen stehen und die Aktien in den Keller gehen, kein Problem, Baby, kein Problem, kein Problem. Also wir haben ziemlich früh angefangen eigentlich das Geschäft dahinter irgendwie zu verstehen oder versucht zu verstehen. Es hat ein bisschen gedauert, aber der Bundeswischen hat es dann ziemlich leicht gemacht, weil es ein sehr hohes Niveau war, auf dem er dann gearbeitet hat.
und haben dann eigentlich angefangen, viele Sachen selber zu machen. Hatten auch Glück, also die richtigen Leute kennenzulernen, die sich mit uns in Teams formiert haben, sei es für Songschreiben, sei es auf Management-Ebene oder für Bookings oder wie auch immer. Und da lernt man dann halt einfach viel. Und mittlerweile haben wir eine eigene Edition, einen eigenen Verlag, haben ein eigenes Studio, haben uns das alles irgendwie so aufgebaut, auch drumherum. Also ich bin Charlie Bravo, ich liebe die Musik, die mache ich, aber ich mache auch ganz viel andere Musik für andere Leute und ich kann eigentlich jedem nur raten, es selber zu machen. Und wenn man das Glück hat, dass ein großer Partner drauf anspringt und es gut findet, ohne einen großartig verbiegen zu wollen, dann muss man einfach überlegen, ist es das wert? Am Ende geht es da um gehört zu werden, die Connections, Geld, ganz klar. Also was bringt die schönste Musik, wenn sie keiner hört? Vielen Dank. Das war's von uns. Charlie Bravo, wir würden uns freuen, euch öfters zu sehen. Showende, aber nur für heute. Das GOP Varieté Theater mit der Show Wet präsentierte die Szene München.